Wir befinden uns im Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs Köln. Das ist der Ausstellungsbereich, das sogenannte Schaufenster des Archivs. Der besondere Reiz jetzt in dieser Ausstellung ist natürlich, man sieht auf der einen Seite die Ausstellung, so wie sie hier präsentiert wird, ergänzt um diese virtuelle Ebene aus einem Tanzstück. Es sind leuchtende, fluoreszierende Gliederpuppen in unterschiedlichen Farben und in unterschiedlichen Settings. Deswegen gibt es zu jeder Gliederpuppe sozusagen eine kleine, ebenso virtuelle Bühne. Digitale Welten im Museum, das ist eine Form, die gekommen ist, um zu bleiben. Also der Tanz wird weiter nach digitalen Bühnen suchen und insofern wird auch das Tanzmuseum in Zukunft mehr und mehr von diesen digitalen Bühnen präsentieren.